La 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 la. Meno, meno, heute wird ein geiler Tag. Heute ist Sonntag, der Puff ist zu. Aber ich muss trotzdem kontrollieren mal, was so los ist. Kommt mal mit. Ja, die einzigen, die hier sind, das sind die Rottis. Aber die haben sich gerade in der S-Klasse draußen ausgesucht, hinten auf dem Sofa und pennen da drin auf den Sonntag. Oder meinst du, der Hund weiß nicht, wann Sonntag ist? Ja, du, ich bin hier nur vorbeigefahren, weil da liegt auf dem Weg. Heute Sonntag, Motor Classic, Essen. Ganz geile Sache. Oldtimer, ist was für Onkel Friedemann. Mal gucken, wie die Preise so sind. Die haben wahrscheinlich wieder so Mondpreise. Wisst ihr, was Mondpreise sind? Preise, die nie zu erzielen sind. Alte Autos, bisschen was gucken, bisschen diskutieren. Wie die Wertschätzung ist von solchen Autos, die Wertsteigerung, wie der Markt überhaupt aussieht, wie die Kaufkraft im Moment überhaupt ist für Oldtimer. Ja, das sind alles Sachen, die interessieren mich. Die muss ich in meinem Brain haben. Da kann man ja Geld mit verdienen. Also hier ist alles cool. Und darunter geht's jetzt nach Essen. Wir machen uns einen geilen Tag heute. Ihr werdet euch totlachen. Was ist? Habt ihr Bock? Kommt ihr mit? Und auf wie geht's? Männer, Männer, geht los! What's going on? Ja, jedes Jahr da. Händler, Kollegen, Kunden. Ist gut vor die Information. So, jetzt sind wir auf der Bahn Richtung Essen. Techno-Klassiker vom Allerfeinsten. Da bin ich jedes Jahr gewesen und immer wieder neue Informationen daraus geholt. Nicht nur wegen Preise. Preise ist natürlich, die gehen natürlich immer nach oben. Aber was im Moment so gefragt ist, so an Oldtimer, ne? Ich meine, für so ein Ferrari habe ich ja sowieso keine Kohle. Aber und Rolls-Royce, was kaufe ich mir auch nicht. Aber da sieht so trotzdem so einige Sachen, die gehen so langsam im Preis ab, die mir gut gefallen, die Autos. Da ist so eine ganze Menge bei. Fiat gefällt mir ja sowieso immer gut. Die Auto Bianchi-Preise sind auch gestiegen. Und Käfer, ich habe da einen Käfer schon mal gesehen. Für 99.000 Euro ein Käfer. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Also ein Porsche, ja, kann ich mir vorstellen. Aber ein Käfer für 99.000 Euro? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Wenn ich mir alte Autos angucke, ich war ja auch mal jung. Ja, da sind natürlich auch einige bei, wo ich als Osel von geträumt habe, mal so ein Auto später zu fahren. Ja, und heute sehe ich die da wieder, ne? Ich hatte auch immer so Spaß an so ein 3-Liter CSL, so ein BMW. Mein Onkel hat sowas gefahren, in Silber. Boah, ich war so verliebt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und mein Vater hat auch geile Autos gefahren. Und die sehe ich natürlich da auch wieder. Ne, mal so ein Jaguar E oder so ein 600er Mercedes. Nicht der mit den 6 Türen, der sieht ja scheiße aus, das ist ja ein Pullman. Aber der mit den 4 Türen. Und ganz früher hat mein Vater gefahren, ein 300 SL, nicht der mit den Flügeltüren, den gab es auch als Roadster. Kostet 1,5 Millionen heute. Ich weiß gar nicht, warum der den überhaupt verkauft hat. Hätte mir den lieber vererbt. Brauchte ich heute mal aber hingehen. Könnte ich mich schön unter eine Palme setzen und den lieben Gott einen guten Mann sein. Lass. Ich bin mit dem Fiorino unterwegs, das ist unsere Firmenhure. Da rutscht nämlich jeder mal drauf rum. Aber der geht wie der Teufel. Dieselchen, Dieselchen, flink wie ein Wieselchen. Ba, 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 da. Bin gut drauf heute. Es geht nach Essen zur Motorshow, Motorklassik, alte Autos, alte Freunde sehen, alles gut. Genau mein Ding. Kommt mir vor wie Urlaub. Leute, übrigens, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Abo, 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 Knopf drücken. So Leute, we are arrived. Wir sind angekommen, wir fahren jetzt ins Parkhaus rein. 10 Euro nehmen die für den ganzen Tag, finde ich anständig. Da ist sie schon. Leute. Wenn du die Parkkarte in Düsseldorf im Parkhaus am Rhein verlierst,
musst du 52 Euro bezahlen. Nimm die Kippen mit. Leute, das ist natürlich nicht meine Preisklasse hier. Ne? Ich meine, guckt euch 300.000, 400.000, 300.000, 400.000, 200.000. Das sprengt mein Budget. So Portemonnaie habe ich gar nicht. Aber ich zeige euch gleich mal, wo ich Spaß dran habe. Der ist ja wohl geil, ne? Der hat Flügeltür, SLS. So ein Auto finde ich schön, aber Pulver. Jessica, mein Schatz. Ja, klasse, ich freue mich. Sowas finde ich abgefahren hier. Sowas. Und dann in Italien am Strand mit sowas rumfahren. Sowas finde ich total geil. Anhängerkupplung dran, kleines Boot. Top. Das ist mein Stil. Oder der hier, komm mal mit hier, das ist total mein Stil. Da. Der heißt Little Bastard. Porsche. Guck mal, Leute, das ist Early 911. Der hat die schönsten restaurierten Porsche, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Hört mal, Leute, wenn einer den Knall gehört hat, die Porsche 911S, dann ist das der Manfred Hering. Der hat ungefähr 250 restaurierte Autos und hat noch 250 Autos im Vorlauf, die nächsten Jahre restauriert werden müssen. Gibt keine Regeln. Altes Auto ist ein altes Auto und Klassiker ist nach 30 Jahren sowieso klar. Ich meine, hier stehen natürlich nicht nur Autos, hier stehen auch alte Vespas und sowas finde ich natürlich auch immer geil. Überleg mal, fährst du mit so einem Ding in Italien durch die Gegend, einer in den Beiwagen, das heißt sogar, also auf Italienisch heißt ein Motorrad mit einem Beiwagen, die Italiener sagen Sidecar. Die sind abgefahren, die Typen, die da. Die fahren alle Thunderbird, amerikanische Thunderbird, und die ziehen sich an wie so Cowboys. Kommt mal mit. So richtige Texas-Freaks, abgefahren. Thunderbird, 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 Thunderbird. Das ist eine amerikanische Marke. Sieht so. So fette Motoren sind da drin. So Riesenapparate, 8 Zylinder. Die haben einen Klang, abgefahren. Okay. Guck mal die Perle an da. Guck dir das Auto mal. Das ist ein Porsche 906. Oder ist er 910? 906. Er hat mir gerade gesagt, das Auto kommt aus Japan. Und aus 4 Unfallautos, die total zerstört waren, haben die dieses Auto wieder hergestellt.
Und sowas kostet 2 Millionen. Hat der Onkel Friedi mal geschätzt. Kann ich auch sogar noch daneben liegen, dass der noch teurer ist. Ja, hier sieht man so eine Zwischenhalle. Und ganz am Ende, da ist ein Kumpel von mir, der heißt Kaffeemafia, der kommt aus Berlin. Und da wollte ich ein schönes Espresso trinken. Ich meine, wenn ihr einen haben wollt, ich kann auch direkt ein paar mehr bestellen. Schmeckt obergeil. Genau meine Farbe. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Gulf, Benzinfirma. Und Öl, glaube ich, auch. So, hier können wir mal die Maske abtun, weil Cappuccino, Cappuccino, Cappuccino. Ich, hallo, wach, ein Espresso. Hallo. Ich hätte gerne 3 Cappuccino und ein Espresso. 3 Cappuccino, ein Espresso? Ja. Wo ist der Sven? Ist der nicht da? Der ist draußen. Was macht das? 15 Euro. Voila. Dankeschön. Dankeschön. Ihr wisst ja, Espresso ist ja der Meisterraber überhaupt. Ne? Eine Tasse Espresso hat 6 Gramm Kaffee. Und wenn du den für 3 Euro verkaufst, da ist ja 2,99 Euro Reibach. Nicht 2,99 Euro, aber der Reibach ist so lang, das ist eine Kalkulation, ich weiß gar nicht, 500% oder? Oh, oh. Ich sage immer dazu einmal Hallo wach. Schön umrühren, 2 Zucker rein. Hat sich schon mal einer tot gerührt. Mann, der erinnert mich doch immer an Italien, ist doch klar. Ein schönes Espresso ist doch vom Feinsten. Darf sie nur nicht bekleckern. Ne? Die Maschine ist gut, die kann was. Und jetzt eine Kippe. Leute, ist das nicht geil hier? Ein Traktor von Lamborghini und dann die Gulf-Farben, finde ich total abgefahren. Guck mal, wie der geil ist hier. Soll ich dir mal fragen, was der kostet? Ja. Che prezzo mi fa di questo? Beh, una quotazione. Dai, 20. No, 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 i soldi. Di 20. Ah, non in vendita. Non in vendita. Sì. 20.000? Vale? Vai dall'altra parte. Der will 20.000 Euro dafür haben für einen alten Drecker. Den kaufe ich nicht an. Für 2.000 Euro, dann mache ich den selber an. Ist mehr so ein bisschen, weißt du, so ein Auto hier für 8.000 Euro und da ein Auto für 3.000 Euro, 5.000 Euro, das ist so mehr so meine Preisklasse. Guck mal da, so ein Porsche, den finde ich gut. Da, der andere Porsche, der alte Mercedes da. Das sind alles noch so Dinger, die kannst du jetzt da verkummeln.
Hier, die SLs, die sind auch teuer geworden. Aber guck mal, 14.500 Euro. 14.500 Euro. Ich meine, kriegst du schon mal ein Mercedes Cabrio. Musst du noch ein bisschen rumschrauben, musst du vielleicht noch mal neu lackieren. Aber hast du jetzt schon mal eine Basis anzufangen, als Hobby, in Oldtimer, kannst du nicht direkt so viel Geld ausgeben. Weißt du? Mit Erfahrung muss so was gebaut werden. Und mit Liebe. Ich mach das immer so. Guck mal mit. Morning, Sir. Ja, Sir. Warte, nicht erst mal fragen, ob die Dame überhaupt gefilmt werden will, ne? Ist das okay? Ist okay. Morning. Morning. Der Mann kommt von Holland. Der ist ein ganz netter. Erfahrener Mensch. Oh ja. Kann man sehen, ne? Am Dienstag spielen wir gegeneinander. Deutschland und Holland. Fußball. Fußball. Ja. Das kann gut sein, aber Fußball ist nicht mein Ding, da kann ich nicht mithalten. Ja, ich weiß. Und der da, guck mal, der da, mit seiner Kasalbrille da, da ist der Chef, das ist der Boss von dem Laden hier. Morning! Moin! Morgen! Ja, das ist ein V8-Motor drin, ne? Ja, Fenster, hat aber keine PS 200, oder? So, was kostet der damals? 550.000 Mark. Da kam einer mit einem Bentley Continental R. Ich hebe jetzt meinen Arsch hoch und dann laufe ich noch mal eine Runde. Mal gucken, was wir noch an Autos sehen hier. Dafür sind wir hier gekommen. Schönen Tag wünsche ich. Okay. Holländer, alles gut. Mein Vater hat immer gesagt, die Holländer sind die besten Geschäftsleute. Die besten. Ehrenwort. Und der weiß. Guck doch mal so ein Apparat hier an. 15.800 Euro. Ich meine, ich kann das jetzt nicht sagen, ob das teuer oder ob das billig ist. Auf jeden Fall, den kann man so richtig zum Militär umbauen, mit so eine Winde vorne dran und dann so Tarnnetz darüber. Und dann fährst du damit irgendwo nach Holland, wo die Grünen sich alle treffen. Die sagen was, Tarngrün oder was sagen die immer dazu? Da kommen alle Typen hin, so Revival-Typen. Nicht Revival, Survival-Typen. Und die bringen natürlich solche Dinger mit, dann haben die da vorne so eine riesen fette Kordel zum Abschleppen und die gehen damit in die Matsche rein und so. Das kann man auch ausleben. Ich meine, auch ein geiles Hobby, ne? Aber wenn du so eine Karre nicht hast, dann brauchst du gar nicht erst hinfahren. Mitkommen. Guck mal, so ein Gölfchen hier. Den würde ich natürlich nie kaufen, weil er vier Türen hat, ne? Wenn der zwei Türen ist, dann würde ich da schon mal hinlaufen. Aber da, so ist ja Familienkarre, ne? Da kannst kein Renner von bauen. Das geht nicht. La, 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 la. Das ist schon wieder mehr mein Ding hier, so ein Frosch. So ein Aussie-Frosch, den finde ich total gut. Das ist ein Aussie-Frosch, 25 Mille. Haben damals mal 10.000 Mark gekostet, ne? So, dann gingen die dann auf 10.000 Euro. Und jetzt kosten die ja schon mehr. Aber da ist ein Motor von einem Mini Cooper drin. Ne? Da ist richtig englische Technik und geilen Klang. Also für einen 1-Liter-Motor hat der einen Klang, als wenn er ein 2-Liter-Motor wäre. Ne? Tolles Ding. Ich mache die gerne, die kleinen Autos. Austin Frosch. Guck mal mit. Da ist die Käferfraktion. Finde ich gut, Käfer. Käfer finde ich immer gut. Die kannst du so gut reparieren, ne? Wisst ihr, wie viel ich davon geschlachtet habe in meinem Leben? Wenn ich jetzt sage 1000, ist das noch zu wenig. Das können auch 2000 gewesen sein. Die haben wir auseinandergenommen. Vorderachse, Chassis verkauft, Motoren, Exporten. Habe ich die verkauft, die Motoren, alles nach Afrika. Der Kram. Ja, dann komm doch mal mit, guck doch mal, was da dran steht. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht geguckt, aber die wollen für so ein 50-jähriges Jubiläumsmodell hier, guck mal, das sind 50 Jahre Käfer. Guck mal, was da dran steht. 18.900 Euro, ich meine, für einen Käfer. Hast du früher schon einen Porsche gekriegt, ne? Vom Allerfeinsten. Ne? Aber so ein Auto hier, so ein Käfer, 50 Jahre, das ist schon was Besonderes. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Oma, so ein bisschen traurig, so, ne? Als wenn der so seine Flügel so hängen lässt. Aber wenn ich jetzt da rangehst und guckst auf den Preis, fällt dein Ei aus der Hose. Komm mal mit.
Der ist doch nicht mehr zu verkaufen. Der Besitzer findet den selber schön. Ich halte dich auch nicht lange auf. Bleib mir bloß. Ach, du bist das? Ja, ich bin das. Ja, gut. Was bist du am Verkaufen im Moment? Ich bin beim Dienstleister für Berufsbekleidung. Bitte? Ich bin beim Dienstleister für unter anderem Berufsbekleidung. Ja, komm hier mal, wenn du mal vorbeikommst auf dem Schrottplatz, ne? Bremst du mal. Alles gut. Jo. Ciao. Der macht die Berufsbekleidung. Der hat mir auch schon mehrere Male hier so ein paar Jacken verkauft für Ali und für meine Mitarbeiter und die, diese Unfallschuhe vorne mit dieser Stahlkappe und so. Ne? Ich meine, am Schrottplatz, ne? Muss er sowas haben. Lass mich ja nicht vom Amt nachher noch sagen, die Jungs haben die Zehen verloren, weil der eine Eisenplatte auf den Fuß gefallen ist und die hatten keine Verhütungsschuhe an. Nee, sowas nicht. Das ist nichts für mich, sowas. Gar nichts für mich. Komm mal mit! Entenmarkt. Eine Ente ist ja, eine Ente ist ja gar kein Auto. Eine Ente ist eine Lebenseinstellung. Ne, sagen die immer, die Entenfahrer, das ist eine Lebenseinstellung. Also für mich sind die Dinger zu langsam. Ne? Ich meine, musst du schon Zeit haben. Ne? Wenn du damit nach Köln willst, musst du schon mal 2 Stunden vorher losfahren. Ne? Und die haben natürlich auch gar keinen Qualm. Ne? Und nur das Einzige, was ich geiler dann finde, ist die Revolverschaltung. Die finde ich gut. Aber so ein Motor und so ein Getriebe habe ich noch im Regal. Ja, wann kommt mal einer? Verschenken tue ich den Motor aber nicht, auf keinen Fall. Hm. Komm mal hier rein. Das muss eine alte Ente sein. Guck mal, die hat noch 6 Volt. Das ist eine 6 Volt Batterie. Habe ich auch schon ewig keine mehr gesehen. Was ist die denn vom Baujahr? 66er Baujahr? Und du bist ja so unauffällig angekleidet, dass man dich sofort kennen muss. Ja, ne? Als Österreicher gefällt man sich natürlich. Gell? So oft kommt man nicht noch essen aus. Ja, ja. Und da machst du deine Sendung gut. Ich krieg viele Anrufe aus Österreich, aus der Schweiz. Du machst deine Sache gut, das müsste gesagt sein. Ja. Hä? So abgefahren, so ein Teil, ne? Wenn du mal was transportieren willst oder sonst was. Ich habe das sogar damals zu der Studentenzeit gesehen, da haben die Wand hinten rausgenommen, die Sitzbank nach vorne geklappt, da haben die da sogar drin gepennt, die Hippies. Da war abgefahren, so was. Und dann mit so Blümchen angemalt und so. Tolle Zeit. 1968 bis 73. Give peace a chance. Oder wie war das früher? All we are singing is give peace a chance. Das war irgendwas mit John Lennon und Yoko Ono, kann das sein? Ich meine ja. Ihr könnt mich gerne verbessern, ihr könnt in die Kommentare ruhig mal was reinschreiben, wenn der Onkel Fredi mal Scheiße erzählt. Aber ich bin fast hundertprozentig überzeugt. Überleg doch mal selber. Wenn du da jetzt ein Restaurant hast, ein französisches Restaurant in Düsseldorf in der Altstadt und machst da deine Werbung drauf und das Ding steht draußen auf der Straße als Werbemittel, ne? Das ist dann die geilste Werbung, die man sich vorstellen kann. Wenn du Austern und Frau Graz zu verkaufen hast, französisches Restaurant, schönes Baguette und ihr wisst ja, Brie, ne, aus Frankreich, leckeren Käse, leckeren Wein aus Frankreich, ja, dann passt sowas als Werbeobjekt direkt vor das Restaurant. Mir ist gerade was aufgefallen. Soll ich euch das mal zeigen? Komm mal mit. ...22 PS. Der hat den dicken Motor drin. Der hat den dicken Motor drin. Normalerweise hat eine Ente, glaube ich, 14 PS oder 16. Aber die letzten, die hatten schon 22. Das ist der dicke. Na, der richtig dicke hat 27 PS. Gib mir dann auch noch. Ja, 27 PS, die neueren haben 27, das sind die richtig dicken. Ja. Der Herr ist der Chef von der Kaffeemafia in Berlin. Und da haben wir vorhin unseren Espresso genommen. Der hat einen Porsche 928 mit einer Espressomaschine hinten drin. Schnellste Espresso bei der Welt. Genau. Von Vittorio Strossek damals gebaut. Ja, genau. Dann hast du einen Fiat Leichenwagen umgebaut, einen uralten Fiat Leichenwagen umgebaut. Aber in weiß. Schwarz ist zu brutal. Ja. Dann hat er einen alten Ford Transit in Gulf-Farben
auch umgebaut als Espresso-Bar. Ja. Richtig? Ja. Und dann hast du noch ein ganz altes Auto, diese Pritsche. Was ist das für ein Ding? Ein Citroën AC6 erste Serie mit Holzgasantrieb. Mit Holzgasantrieb. Holzgasantrieb oder alternativ Benzin, ja. Quasi Hybrid, ja. Von 1929. Und da ist auch eine Espresso-Bar drauf. Abgefahrener Typ, habe ich kennengelernt vor 20 Jahren. Und wisst ihr, wie wir uns kennengelernt haben? Beim Espresso, genau. Da habe ich ihm erklärt, wie die Italiener ihren Espresso trinken. Da habe ich immer gesagt, da kommt die Tasse, kommt der Zucker da rein. Und dann gehen die Italiener hin und rühren nicht den Zucker, so wie in eine Suppentasse, sondern ne, das wird so untergehoben. Cremig, genau. Cremig. Und dann ist ja auch ein Espresso in Italien nicht nur unbedingt ein Kaffee, sondern das ist ein Lebensgefühl, das ist ein Elixier. Und das war für die Italiener immer ein Luxusgut, einen guten Kaffee zu haben. Weißt du noch? Und dann habe ich dir erklärt, dass die dann den Löffel nehmen und gehen dann hin. Der Löffel ist natürlich voll Kaffee, ist klar. Der kommt dann oben an den Rand, wird dann mit der Rand eingeschmiert. Und dann gehen die erstmal hin und lecken den Rand. Ne, da ist ja der Kaffee dran, um schon mal den Geschmack zu prüfen, der danach kommt. Und dann nicht bekleckern, ne? Also nicht bekleckern. Und dann wird der Kaffee durch die Zähne gezogen. Mhm. Aber du vergisst, die Sizilianer trinken ihn ja ohne Wasser. Da ist ja gar kein Wasser drin. Wasser stört ja im Espresso. Das ist eigentlich nur noch bisschen Wasser zum Befeuchten und ja. Dann Zucker eingerührt und dann wird es rausgekratzt. Und die Napolitaner nehmen den ersten Espresso, den sie morgens machen, ja. Der schmeckt ja noch nicht, der ist giftig. Ja, ist auch die Maschine nicht richtig warm. Den nehmen die und rühren den Zucker ein und schlagen es cremig und ja. Füllen das dann in eine kleine Glasflasche ab. Ja, genau. Den trinken sie dann um 14 Uhr, wenn sie unterwegs sind. Dann ja, genau. Ich den Kaffee. Der wird nicht weggeschmissen. Nein. Ja? Dann habe ich ja vorhin noch erwähnt, dass an deinem Espresso so viel Reibach ist. Ich habe jetzt gesagt, 6 Gramm Kaffee braucht man für einen Espresso. Wie viel? 7 bis 8 Gramm. Also 7 bis 8. Da habe ich natürlich knapp daneben gelegen. Aber deine Marge ist besser als meine. Aber ich bin ja auch kein Barista. Alles gut, wir sehen uns später. Bis später, mein Lieber. Menno, weiter geht's. Ja, das ist hier so eine riesen Familie. Das sind alles Oldtimer-Freunde. Viele Freunde auch von mir. Und Enthusiasten und Benzingespräche. Das ist doch einfach mein Ding. Und von den Leuten auch. Und ist doch ein tolles Hobby. Alte Autos, jeder sollte normalerweise einen Oldtimer haben. Den braucht man ja nicht zum Benutzen, um damit zur Arbeit zu fahren. Da kannst du ja auch ein neues Elektroauto kaufen. Aber zumindest, dass man dieses Gefühl hat, wie so eine alte Technik noch funktioniert hat. Also, ich stehe drauf. Ich bin ja sowieso Dinosaurier, habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Meno, Meno! Die Leute wissen, wo sie jetzt sind. So Leute, das ist hier die Mercedes-Benz-Halle. Ihr wisst ja, dass ich meine Lehre gemacht habe, 3,5 Jahre. Und ich zeige euch mal, an welchen Autos ich damals gearbeitet habe, als ich 15 Jahre alt war. Denkt dran, die Benz-Halle ist immer die Halle 1. So ein Auto hat mein Vater gefahren, 1971. Die Autos habe ich auch repariert. Diese hier. Wunderschönes Auto. Gibt es auch mit einem 3,5 Liter Motor. Tolles Auto. Pagode SL, wunderschönes Auto. So weit ist nie am Schrott gelandet. Gab es als 230er, 250er und 280er SL. Das sind uralte Benz, aber da kenne ich mich nicht mehr aus. Komm mal mit, die Reihe, die da hinten steht, die sind ganz interessant. Mein Herz schlägt für Mercedes. Ich habe zwar keine Mercedes-Sterne auf die Stirn tätowiert, aber Mercedes ist mein Ding. Ich habe so viel geschlachtet davon in meinem Leben. Unbezahlbar. Unbezahlbar. Das ist ein Mercedes McLaren. Guck mal, was der eine Schnauze hat.
Ist doch wohl der Hammer, oder nicht? Jubiläumsmodell Stirling Moss. Rennfahrer früher gewesen. Guck mal, deine Schnauze an. Das ist ja komplett der Wahnsinn. Diese Style hier, diese Hutze, die kann man bestimmt auch rausnehmen. Sonst hätte der ja nicht hier so eine Scheibe. Die geht bestimmt auch elektrisch raus. Abgefahren. So, jetzt zeige ich euch erstmal eine Perle. Das ist ein 300 SL Roadster. Dieses Auto hat mein Vater gefahren. In lila, in silber, in rot und in schwarz zu der damaligen Zeit. Könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Beste Zeit überhaupt, da hat er gutes Geld verdient. Hat er sich jedes Jahr so ein Auto in einer anderen Farbe gekauft. 300 SL, eine Perle heute. Hätte ich ihn mal bloß nicht verkauft. Wir sind heute 1,5 Millionen über Marktwert. Und ich weiß, dass er dafür gebraucht 27.000 Mark bezahlt hat. Unbegreiflich. 27.000 Mark, heute 1,5 Millionen Euro. Also da kriegst du bei keiner Bank an Zinsen. Das geht gar nicht. Mitko. Das ist ein 123, ein 123er Mercedes. Von den Dingern habe ich geköpft mindestens 1000. Die gingen die Teile nach Marokko, die gingen überall in die ganze Welt. Das war ein Erfolgsmodell von Mercedes. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich so ein Auto gekauft habe, hinten platt gefahren, vorne platt gefahren oder die Seite platt gefahren, dann hat sich da in Duisburg bei den Taxifahrern so schnell rumgesprochen, dass ich ein neues Auto habe zum Ausschlachten. Die kamen alle die Teile kaufen bei mir von diesem Modell, die ganzen Taxis, davon sind ja Millionen Taxen gefahren. Dann kaufe ich so ein Auto, 3 Tage später waren alle Ersatzteile verkauft, dass im Prinzip nur noch die Karosserie als Gerippe über war. Keine Sitze mehr, keine Tür mehr, kein Motor, keine Achse, keine Reifen, nichts. Habe ich in 3 Tagen, habe ich so ein Auto leer verkauft. War nur noch eine Hülle war da, sonst nichts mehr. Und dann kamen die Leute aus Polen und haben gesagt, was kostet denn das Dach? Da sind wir hingegangen und haben die Dächer sogar abgeschnitten. Zack, zack, zack. Und haben damit ein Auto repariert, was über den Kopf geflogen ist. Also nach dem Unfall. Überschlagen. Haben sie sogar neue Dächer drauf gemacht. Von den Dingern habe ich geschlachtet, bis der Arzt kommt. Den Motor habe ich verkauft in 2 Stunden. 2 Stunden war der weg. Ne, 123 gibt es als Benzin und als Diesel. Aber der 240er Diesel, der war sowas von gefragt. Mann, die Teile gingen nach Marokko, die gingen nach Spanien, die gingen nach Polen, die gingen überall hin. 123 haben wir den genannt, weil der W123 heißt. Tolles Auto. Darunter ist die Mercedes-Parade. Ein Auto schöner als der andere. Dann ist auch ein 300 SL. Der heißt aber, weil der Flügeltüren heißt, heißt der in Amerika Gullwing. Wunderschönes Auto, gar nicht zu bezahlen. Das ist das erste Auto von Daimler-Benz, ein Dreirad. Damit hat alles angefangen. Ich kann euch nur eins sagen, so ein Auto ist so schön, da kannst du stundenlang davor stehen. Für mich ist ein Kunstwerk, kein Auto mehr. Da musst du Lotto gewinnen, da kannst du dir sowas kaufen. Wertsteigerung 500 Euro am Tag, sagen die, Wertsteigerung von so einem Auto. Aber guckt euch das Auto mal wirklich an, das ist doch eine Perle. Ein schöneres Auto ist noch nie gebaut worden. Auch die Farbzusammenstellung mit dem Weiß. Einmal von vorne gucken. Irre. Total der Wahnsinn. Ja, das kannst du zusätzlich bestellen, weil der Motor ist ja riesig, der Kofferraum ist klein, da ist auch noch das Reserverad drin. Und dann konntest du diesen Koffersatz dazu kaufen und dann hast du deine Koffer mit reingenommen, hast die voll gemacht. Ne, wenn du in den Urlaub gefahren bist, dann hast du die Koffer einfach nach hinten verstaut und fertig. Alles gut.
Ja, dann gehen wir noch eine rauchen. Ja, guck doch mal hier. Das sind alles alte Porsche-Teile. Zilverteile, 911F, F-Modell. Das sind die Rücklichter vom alten Porsche. Das ist aber amerikanische Ausführung. Die sind nur rot. Pleuel aus Titan. Ist natürlich für einen Rennmotor gedacht, ist ja klar. Bremszange 917. Will der bestimmt ein tausendes Stück verhaben. Guck mal, wie die aussehen. Riesig. Das sind alte Instrumente vom Porsche, Drehzahlmesser. Guck mal, der hier ist vom normalen. Da ist die Drehzahl 6500, roter Bereich. Da ist die 7500, roter Bereich. Das ist aus dem S-Modell und das ist aus dem T-Modell. Ja, wenn du ein Auto restaurierst, die haben natürlich auch da hinten noch so eine Halle. Da findest du alles. Vom Renault R4 angefangen bis zum uralten Ferrari haben die hier Ersatzteile. Aber hier, der hat schöne Sachen. Kommt mal hier. Das ist eine Einspritzpumpe vom RS. Ich denke mal, der will da 5.000 Euro für haben. Da hat er noch eine. Das ist eine Hochleistungszündspule. Das ist eine HKZ. Auch von Porsche. Hab ich schon bezahlt, gebraucht 350 Euro. Ich weiß nicht, was der dafür haben will. Und das ist ein Gehäuse von Porsche. 0218. Wovon ist die? Modell F. F. 911T. 2.0S. 66. S. S. 100%. Con 160 cavalli o 170? 60. Col carburatore? Non è motore iniezione. Ah, ok. Va bene. Also, das ist ein Motorblock vom 911S. 2 Liter. Den gab es mit 160 PS, dann war der mit Vergaser. Und mit 170 PS war das schon ein Einspritzer. Und der Block ist von dem 160 PS. Der saß in meinem Renner drin, wo ich Rennen mitgefahren bin. So ein Motorblock. Soll ich dir mal fragen, was das kostet? Gib mir jetzt zu mir. Kostet 10.000 Euro. 10.000 Euro. Ich habe 10.000 Euro für einen kompletten Motor bezahlt. Aber der hatte auch kaum 200 PS. 10.000. Der will jetzt nur für den Block 10.000. Wenn du den Block für 10.000 kaufst und willst den Motor komplettieren, dass er ein Motor wird, kostet er dich 30.000. Also das ist nicht mehr so mein Ding. Das ist für mich alles Mondpreise. Ja, ich fange so eine Scheiße gar nicht mehr an. So Leute, das war ja wohl ein toller Rundgang hier auf der Klassik in Essen. Und ich habe Spaß gehabt ohne Ende. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt, ein bisschen rum, ein bisschen Oldtimer, ein bisschen Teile. Hoffentlich hat es euch gefallen. Also ich bin hier jedes Jahr und das ist genau mein Ding. Und Onkel Friedi, mal sein Hobby ist das auch noch. Und ja, was soll ich euch sagen? Zu Ende ist die Sendung jetzt und ich will auch nach Hause. Ich mache jetzt ein bisschen Feierabend, Fernseh, Filzpantoffeln. Muss auch mal sein. Männer, Männer, alles gut. Dankeschön.